hatte die Granate gebaut, das konnte er gut. Aber Wilkins wollte sie zuerst einmal ausprobieren. Zu dieser Probe gingen wir zu dritt. Vasquez, Wilkins und ich. Die Bombe wurde am Kilometer 5 von der Eisenbahnbrücke geworfen. Das war in der Nacht. Und am nächsten Tag ging Wilkins wieder hin, um sich die Wirkung der Bombe anzusehen. Er war zufrieden und beschloss, die Tat gegen Varela allein auszuführen. Don Emilio Uriondo ist der einzige Überlebende aus dem Freundeskreis, der Wilkins damals zu Waffe und Bombe verholfen hat. Don Emilio hat viele Jahre im Gefängnis von Feuerland gesessen, dem Sibirien Argentiniens. Als Racheakt für die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti in den USA hatte er 1927 die Botschaft der Vereinigten Staaten in Montevideo in die Luft gesprengt. Bei dem Attentat gegen Varela will ein Genosse unbedingt helfen, aber Wilkins lehnt dies ab. Er sagte, dass man für eine Person keine zwei Personen braucht. Das war seine Antwort, als jemand mitmachen wollte. Für eine Person nur eine Person, sagte er zu ihm. Verdammter Hurensohn! Die Präzision, mit der Wilkins seine Tat vorbereitet hat, wird durch einen Zufall gestört. Als er die Bombe wirft, nähert sich ihm ein kleines Mädchen. Wilkins schützt sie mit seinem Körper, wobei die Splitter sein linkes Bein verletzen. Er kann nicht fliehen und wird von dem Polizisten Nicanor Serrano verhaftet, der ihn mit Schlägen misshandelt. Dem Polizisten gegenüber erklärt er in seinem einfachen Spanisch: Ich habe meine Brüder gerecht. Ich bin der alleinige Täter. Ich habe die Bombe ohne fremde Hilfe gebaut. Das Haus, in dem Wilkins sein Zimmer hat, wird durchsucht. Doch man findet wenig, ein paar armselige Möbel und Bücher in Deutsch. Um ihn zu kompromittieren, behauptet die Polizei, es seien Bücher in russischer Sprache. Ein Bild Leo Tolstois wird durch Fußtritte zerstört, weil man dahinter anarchistische Mitteilungen vermutet. Wilkins Tat wird auf den Arbeiterversammlungen gefeiert. Die gesamte Linke hält ihn ausnahmslos für einen Helden. Man spricht vom Recht des Individuums, den Tyrannen zu töten. Unter den Arbeitern schämt man sich beinahe, dass ein Ausländer diesen Akt der Gerechtigkeit ausüben musste. Die Zeitung La Pampa Libre gibt ein Sonderblatt heraus mit der Überschrift Gringo Gaucho. Bruder Wilkins, die Gauchos der Pampa grüßen dich und sehen in dir den Rächer der Armen. Umberto Correale, der ehemalige Hafenarbeiter, ist heute 90 Jahre alt. 70 Jahre davon hat er für die gewaltfreie Utopie des Anarchismus gekämpft. Um die Herde zu retten, muss man den Wolf töten. Diese Einsicht herrschte damals bei vielen jungen Menschen und auch bei manchem Älteren vor. Eigentlich gab es keine andere Alternative, denn es bestand immer die Gefahr, dass der Wolf seine Tat wiederholt. Das mag vielleicht sehr naiv klingen, aber historisch gesehen war es zu erwarten. Und so rechtfertigten wir die Tat des Kurt Wilkins, den Wolf direkt zu vernichten, um viele Unschuldige zu retten. Der Wolf konnte Oberst Varela sein oder auch andere Offiziere, die auf der Lauer lagen. Wilkins kommt ins Gefängnis. Die gewöhnlichen und die politischen Gefangenen begrüßen ihn mit Applaus und Hochrufen. Als er Besuchserlaubnis bekommt, interviewt ihn die Zeitung Kritika in der Krankenstation des Gefängnisses. Vor die Frage gestellt, weshalb er dieses Attentat verübt habe, antwortet er: Es war keine Rache. Ich habe in diesem Militär nicht den unbedeutenden Offizier gesehen, nein, denn in Patagonien war er alles, Regierung, Richter, Henker und Totengräber.
Ich habe beabsichtigt, in ihm das Idol eines kriminellen Systems zu zerstören. Aber Rache ist dazu ein unwürdiges Element. Die Menschheit will keine Zukunft mit Streit, Mord und Lüge. Sie will Leben, Wissen, Liebe. Wilkins schreibt aus dem Gefängnis an die Freunde, dass er ohne Betäubung am Bein operiert wurde. Man hatte ihm 10 cm Knochen entfernt. Für den Rest seines Lebens muss er an Krücken gehen. Am Ende bittet er, dass man ihm Bücher in deutscher Sprache bringt. Tolstoi, Anatole France, Büchner, Dostojewski und die Theoretiker des Anarchismus. Im Gefängnis steckte man ihn in eine der speziellen Zellen, die zur Pascostraße hinlagen. Die Wände lagen also zur Pascostraße. Und es wäre ein leichtes gewesen, ein Loch in die Wand zu sprengen, um ihn herauszuholen. Rosinha brachte ihm immer das Nötigste. So einmal eine Dose Quittenmarmelade. Da diese dem Dynamit ähnelt, füllte man Sprengstoff in die Dose und obendrauf eine Schicht Marmelade. Und sie brachten die Dose auch durch, aber es klappte nicht. Die Genossen kommen zu spät, um ihn zu befreien. Wenige Tage vorher war ein neuer Gefängniswärter, Mitglied der faschistischen Brigaden, ins Gefängnis gekommen. Pérez Michan Temperley, ein entfernter Verwandter von Oberst Varela. Um Mitternacht des 16. Juni 1923 betritt er als Wächter die Abteilung, in der Wilkins untergebracht ist. Dieser schläft, der Mann nähert sich leise und rüttelt Wilkins wach. Bist du Wilkins? Fragt er ihn. Verschlafen antwortet Wilkins ja. Temperley legt an und schießt dem Wehrlosen in die Brust. Wilkins stirbt wenige Stunden später. Die Empörung über den Mord an Wilkins ist groß. Extrablätter erscheinen. Die Zentrale Arbeitergewerkschaft erklärt sofort den Generalstreik in ganz Argentinien. Es folgen Tage der Gewalt. Das Volk geht auf die Straße. Es war kein friedlicher Streik, sondern ein Aktionsstreik. Die Arbeiter, hauptsächlich die Bäcker, waren damals die aktivsten und bestorganisierten. Sie veranstalteten eine Versammlung in einem Lokal in der Bartolomé-Mitre-Straße. Denn auf der Plaza Once am Bahnhof hatte es die Polizei verboten. Dort begann eine wilde Schießerei. Die Gendarmerie griff an, lauter Berittene mit Gewehren. Es gab wieder Tote und Verwundete. Die Menschen waren erschüttert. Und dann rief die Fora zu einer großen Versammlung auf. Und das war nicht nur eine Aktion dieser Arbeiterbewegung oder des Anarchismus. Der Mord an Wilkins erschütterte die ganze öffentliche Meinung und stieß mit vollem Recht auf Ablehnung. Wenn die Justiz jemanden verurteilt, gut. Aber diese Verfolgung von Kurt Wilkins bis zum Tod gefiel niemandem. Wenn viele auch nicht zur Ermordung Varelas standen, so fand man die Art, wie man Kurt Wilkins umbrachte, auch nicht gut. Die Nachricht vom Tode Wilkins dringt auch nach Deutschland, wo Gesinnungsgenossen sofort zu Protestversammlungen aufrufen. 2 Jahre später, 1925, werden Wilkins Freunde seinen Tod rächen. Oberst Varela wird bald von Politikern und Militärs vergessen. Auf seinem Grabstein gibt es nur eine Gedenktafel.
Die Engländer Patagoniens für Oberst Varela, dessen Ehre und Disziplin ein Beispiel der Pflichterfüllung sind. Für Wilkins dagegen werden Hunderte von Gedichten geschrieben, Tausende von Broschüren mit seiner Biografie gedruckt. Die Arbeiter geben ihren Kindern den ausländischen Namen Kurt Gustav. Volkslieder werden von Näherinnen, Fabrikarbeiterinnen und von den Bänkelsängern vorgetragen. Sie erinnern bis heute in ihren Liedern in den Vororten der Städte und in den Weiten Patagoniens an den Ausländer, der so vielen armen Landarbeitern Gerechtigkeit zukommen ließ. Ein Berg inmitten der Steppen Patagoniens trägt den Namen Kurt Gustav Wilkins. Die chilenischen Landarbeiter, die Ärmsten unter den Armen, haben ihn so benannt. Vengo a saludar a un mártir, generoso de la idea, que se echó la cruz al hombro, con vocación nazarena. Wilkins, como un nuevo Cristo, cruza la criolla Judea hacia el Calvario de Ushuaia, Gólgota de tu tragedia. Wilkins nos recogió el guante que el prepotente Varela nos arrojara en la cara, declarándonos la guerra. ¿Quién no conoce la historia de la jornada sangrienta que enlutó la Patagonia con la gran masacre obrera? Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha de quien sembró tiranías para recoger violencias. Él obró por la justicia más hermosa de la tierra, el amor a sus hermanos de dolor y de miseria. Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha de quien sembró tiranías para recoger violencias.